Okay. Aber sie hat noch ein Pokémon gekriegt. Menno, noch ein Ditto. Ein Ditto. Mann, Morph. Toll. Okay, das hat aber auch eine Kampfschwäche, glaube ich. Deswegen einfach mal ein bisschen grabben, ein bisschen angreifen. Los, Shiggy, Wasserenergie und Boxschlag. Yeah, ein Erfolg, 40 Damage. Ich bin gespannt, wie lange wir heute im Stream kommen. Ob wir da mehrere Streams für brauchen für dieses Let's Play. Aber erstmal haben wir jetzt gewonnen. So, schnell hier, kurzen Prozess. Bams. Weil, wie gesagt, wenn wir erstmal in Fahrt kommen, wenn ich meine ganzen Karten kriege, die ich will, dann... Ihr wisst schon. So, ja! Wir haben schon wieder gewonnen. So, okay. Und haben schon noch ein Gyarados. Sichler. Ja, Carpador. Sehr schön. Und nochmal Topfdeck. Ja, jetzt haben wir ein Playset voll. Also, wie gesagt, man darf jede Karte viermal reinnehmen. Wir haben jetzt viermal Bill. Richtig nice. Das wird schon mal gleich viel helfen. Ja, noch ein Carpador. Schön, dann kann ich jetzt schon mal reinnehmen. Zwei Carpador, ein Gyarados ist erstmal gut. Oh, Beleber. Das ist wirklich doof gewesen. Sehr schön, da muss ich erstmal schnell ein bisschen Deck bauen. Shiggy und Truggles Deck. So. Trainerkarten, Bill. Zack, viermal reingenommen. Ich muss damit andere dafür rausnehmen. Der Pokéball ist halt auch scheiße, ey. Aber dafür bräuchte man einen Pokémon-Händler. So. Und ich weiß auch schon, was ich hierfür rausnehme. Definitiv Nebulak und Alpollo. Und dafür kommen jetzt rein. Hier, Sterndu und Gyarados. Yeah! Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ansonsten muss ich mal gucken, ob ich jetzt noch rausnehme. Wie gesagt, ich will nur 60 Karten haben. Ja, Abra und Kadabra sind halt auch echt kacke, ey. Weil dafür habe ich so viele Psycho-Energie. Ne, nehme ich alle raus. Zwei Stück rausgenommen vom Psycho. So, Radfratz und Radikal sind halt auch so eine Sache, ne? Aber ist okay. Können erstmal drin bleiben. Nehmen wir Dragoran mit rein. Nein, der kommt tot auf die Hand. Das ist nicht gut. So würde ich erstmal sagen, ist in Ordnung. Wir sind jetzt hier Apollo und Nebulak erstmal raus. Dafür jetzt schön hier schon mal Gyarados. Alter, wenn wir gutes Glück haben, können wir jetzt schon sehen, die OP-Taktik schlechthin. Wie gesagt, am besten halt Turtok auf der Bank oder sowas. Und dann einfach, ja, let the money rain, let the weather rain. Ihr wisst schon. So, nehme ich vielleicht anstatt... Weil, wie gesagt, Nocturne will ich halt echt mehr reinnehmen. An sich nur wegen dem Grund, eine Kampfenergie, 20 Damage. Und das, glaube ich, nehme einmal Maschak raus und ein zweites Mal Macholo rein. Jetzt habe ich quasi dreimal so einen Angriff von wegen einer Energie, 20 Damage. Das ist, glaube ich, erstmal ganz gut für den Anfang. Wie gesagt, muss alles neu erinnert werden. So, okay, und speichern. Wie gesagt, ich finde, es ist echt ein tolles Spiel, ey. Macht voll Spaß. Stern und Gyarados, Marcel 2017. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Egal, so jetzt schaffen wir die Alte hier. Laura, Mann. Okay. Ach, wie schön schnell das ist, ey. Das ist richtig cool. Guck mal, ja, es ist schon richtig krass, Alter. Ja, dein Mama Cholo, weil wir die Kampfenergie haben. Jurob, weil es so geil ist. Und Kleinschein will ich nicht haben. So. Yeah! Jetzt boxen die richtig, Alter. So, erstmal Topf der Gier. Yeah! Topf der Gier. Yeah! So, Macholo kann angreifen. So, wie gesagt, man muss erstmal in Fahrt kommen. Ist klar, ne? So, was machst du jetzt? Denk nach. Oh, Stachelspore, ey. Ja, nicht gelähmt, okay. Dann haben wir den Vorteil. Europe Setup. Kick! Auf dem Bild hebt zwar einen mächtigen Stein an, aber die Attacke ist Kick. Ist schon klar. Bitte nicht nochmal. Ja! Okay, haben wir schon mal Mirapla weg. Dann hat sie ja bloß noch ein Pokémon. So, hebe ich mir die restlichen Karten auf. So, vor allem Wasserenergie und so weiter alles. Ja, erstmal aufheben. Kick! Und wir haben Wasserenergie, sehr gut.
Ihr letztes Pokémon ist ein Mirabel. Oh, Bisasam, okay. Nevermind, egal. Sprössling, okay, sie ruft noch mehr Miraplas, verdammt. So, das kann man so geil skippen alles, ey. Ich hoffe, es ist auch für euch okay, ne? Tut mir leid. Weil ansonsten ist das Spiel halt echt ein bisschen langatmig, tatsächlich. So, wir haben Garados, Leute, wir haben Garados. Ach komm, ich mach mal Europe ein bisschen hier. Kick! Bam! Was macht sie? Legt Energiekarte an und macht starre Spore. Oh nein! Ah, jetzt kann ich nicht mehr angreifen, noch Mann, wie fies. Was soll ich denn jetzt damit? Obwohl, das kann ich niemanden geben. Doch, ich glaube, Yugong kann auch sowas. Okay, kann nichts machen. Darf ich angreifen? Zwischen den Zügen hört die Lähmung auf. Bitte nicht nochmal. Okay. Marshall ist gleich down. Ah, dann kommt. Ja! Yugong! Geil! Yugong ist so fies, ey. Yugong ist quasi Semi-Garados, ne? Deren Kick ins Face. Ja, dann nehme ich doch raus. So, Yugong wird jetzt durchsweepen. Yugong dürfte halt eine Elektroschwäche haben, also keine Angst haben. Nice. So. Alter, Aurora-Strahl. Oder Eisstrahl mit dem Zusatzeffekt, dass es eventuell gelähmt wird. Auch nice. So, kann ich noch mal die andere Setupen? Ich glaube, es ist nichts mehr nötig, tatsächlich. Ich habe auch bloß. Oh, ich muss da trotzdem mal lieber irgendwas hinlegen. Ach komm, leg mal Kleinstein hin und gib ihm mal eine Kampfenergie. Warum nicht? So, Aurora-Strahl, übelst übertrieben. So, dann nehmen wir uns noch eine Kampfenergie. Ach, ist das herrlich. Auch natürlich, jetzt kommen die Hexen und ich werde immer wieder... Okay, gut. So, ein Aurora-Strahl, wieder Instant Kill. So nice. Kleinstein wird gesetupted. Aurora-Strahl! Voll stark. So, Energieabsauger, sehr schön. Und ihr Visa-Knosp! Egelsam. Turm. Yeah, Kaperdörrchen. Ich mache erstmal Energieabsauger auf Bisasam und gib mal die Energie her, die brauchst du nicht. So. So, dann schön an Carpador ein bisschen hier Wasser, weil den kriegen wir nicht mehr zu sehen. Aurora-Strahl! Wärms! So, und gewonnen. So. Ich habe verloren, ich denke, das gehört jetzt dir. So, und da sie halt echt diese Evolution-Booster hat, ich würde jetzt gerne noch ein paar Mal mehr besiegen, wegen noch mehr Turtok und so. Aber guck, was sie so drin hat, ne? So. Einfach mal dieser Floor. Geil. Apollo, Galoppa, Kingla, Nevoli, Fail. Einfach nur Fail. Energiesuche. Sehr gut. Sehr gute Karte. Ja, einfach Energiekarte suchen. Aus dem Deck. Voll gemein. Das ist schön. So, was haben wir nochmal? Boah, Nidoking! Richtig cool. Energie zurückgeben ist doch nicht so toll. Oh, jetzt haben wir mal einen Georock. Wir können den Georock. Safkorn. Hm, noch ein Starmie tatsächlich. Noch mehr. Ja, wir sehen coole Karten soweit. So, ich glaube, ja. Erstmal kurz hier ein bisschen. Ich glaube, ich mach mal hier einmal Sterndu und einmal Starmie rein und nehme dafür wieder irgendwas anderes doofe raus. Sterndu und Starmie kann ja schon mal, ist ja schon mal nicht so schlecht. Ich nehme jetzt mal komplett meine Psycho-Dinger raus. Die sind halt scheiße. Nehme ich halt die komplett raus. So. Habe ich halt noch Psycho-Energie drinne, die kann ich ja benutzen für Dings, bis ich einfach mal die auch austausche. Gut. Aber halt, ich brauche noch Energiesuche, weil das ist echt eine gute Karte. Oh, muss ich auch viermal drin haben. Wie gesagt, kannst du alle nacheinander einsetzen, ist nicht schlecht. Ah, Trank. Den nehme ich dafür raus. So. Braucht man nicht. Saven. Deck Truggles gespeichert. Chigi und Truggles. So. Und gleich nochmal an die alte ran. Sorry. So, komm, die haben wir jetzt hier. So, ah, sehr schön.
Ja, dann gleich nochmal Cholo. Kleinschein kommt auf die Bank. So. Alles klar. Darf ich anfangen? Nö. Oh, ey. Wenn jetzt schon gleich wieder mit anfängt. Ja. Gut. Nicht blockiert. Ah, sehr schön. Jurop. Aber erstmal mit Macholo ein bisschen austeilen. Kick! Das Spiel macht so Laune. Sie nutzt ihren Zug einfach, um was ins Dumme zu machen. Und ich set up a Jurop. Kick! Alter, was sagt ihr denn? Wer kennt denn bei euch das Spiel überhaupt? Oder was sagt ihr allgemein zu dem Spiel? Also ich finde echt dafür... Das ist ja schon aus dem Jahr 2000, als es bei uns rauskam. Aber ich finde das... Es macht Laune. Also ich kann es auch jedem empfehlen. Checkt mal hier den eShop auf eurem Nintendo 3DS. Wenn ihr jetzt meint, ist richtig geil. Wie gesagt, die OP-Taktik habe ich euch ja jetzt auch schon verraten, mit der man eigentlich nur gewinnt und so. Aber trotzdem, es gibt auch noch geile andere Strategien, Alter. Zum Beispiel mit Simsala und Chanera. Das ist auch übel. Das ist auch übel. Aber ich finde das so ein bisschen besser. Kick! Mira Plage down, ich nehme einen Preis. Und dann ist Professor Eich! Super nice. Ja, Professor Eich, den würde ich nicht unbedingt viermal reinnehmen. Wie gesagt, den Professor Eich könnte man auch viermal reinnehmen. Also halt echt viermal sieben Karten ziehen. Aber das ist nicht so gut, weil dann hat man auf einmal ganz schnell Karten tot. Ganz schnell Sprössling. Naja. Ich finde das Spiel in Ordnung. War nett. Okay. Also ich liebe das Spiel. So. Da siehst du ja, die Kommentare sind sich einig. Was ist am Zug? Oh. Dann kann ich doch mal mir einen Jugong raussuchen, wenn ich Glück habe. Ich habe kein Glück. Na gut. Ich gehe dann noch einen kleinen Stein an den Dings ranlegen und dann einfach mal... Noch nicht. Erstmal Kick. Noch nicht. Oh Mann, ey. Ich hasse diese Lähmungsscheiße. Eine Perle meiner Kindheit. Ach, schön. So, Energieabsauger. Sehr geil. Können wir gleich mal hier wieder absaugen. Ey, wenn du den Gegner Energiekarten nimmst, ist das so gemein. So, dann einfach mal Professor Eich. 7 neue Karten und es ist dabei nischt, Mann. Ja, Jugong. Und so viel Wasser dazu. So, sehr schön. Ah, außerstande wegen Lähmung. So, wenn denn Macholo bald abtritt, kommt Jugong wieder. Und wie gesagt, haben wir jetzt nochmal so ein richtig, haben wir irgendwann nochmal ein richtig schönes Set. Ich glaube, einmal Gyarados und nochmal zweimal Carpador, dann würde ich das glaube ich auch rausnehmen, das Jugong. Ach nee, halt Quatsch. Einmal Carpador reicht, glaube ich, aus und halt zwei Gyarados, das reicht vollkommen aus, Mann. Boah, wow, Gyarados! Gyarados! Erstmal Topf der Gier. So, Jugong ist angriffsbereit. Mit Fatal Kill. Okay. Kick! So, ich kann mich jetzt töten, wenn sie möchte. Besiegen, weil bei Pokémon wird ja keiner getötet. Wird nur besiegt. Wissen wir ja. Oder man wird auch nicht getötet in geschnittenen Animes. Da wird man auch nur besiegt. So, Jugong, dein Auftritt zum Durchsweepen. So, kannst du Aurora Strahl. Alter, so gemein. So, wen setup ich denn da nochmal ein bisschen? Na, ein bisschen. Kampfenergie, nochmal einen Kleinstein. Ich hab da keinen Georock. Habe ich jetzt nicht reingenommen. Ich habe auch keine anderen Pokémon mehr. Was soll das denn? Jurop hinlegen. Jurop hier, zack, und Aurora Strahl. Wie gesagt, ich habe ja die Animation ausgestellt, deswegen sehen die alle gleich aus. Deswegen ist jede Animation so ein Brrrrsch, ne? Ein Preis, Kampfenergie. Bam, 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 bam. Laura denkt nach und kriegt Angst. Aber ich wurde nicht gelähmt. Na, Topf der Gier. Stern, du. Okay, kann ich aber Starmie gleich machen, ne? Aurora-Strahl. Instant Kill. Na, ihr Bisa-Samen kann jetzt auch nicht mehr viel machen. Außer vielleicht Egelsamen. Naja, gut. Trotzdem habe ich jetzt gewonnen. Ich kann nochmal schön Starmie entwickeln. Aurora-Strahl.
So, dem dem bum bum. Und da haben wir schon wieder gewonnen. So Leute, gucken, was wir hier drin haben. Wir machen nachher gleich ein Päuschen, aber erst ein bisschen später als heute, weil der Stream hat auch ein bisschen später angefangen. Machen wir nachher noch ein bisschen noch, dann machen wir wieder Pause. So, komm, schon richtig geil los. Komm jetzt, was habe ich hier drin? Blitzer! Bisa Knosp! Ultrigaria! Energiezurücke? Naja, Krabi! Komm schon, irgendwas geilet, Mist! Booster 2, los, komm schon! Flamara, was soll das? Medbo, oh mein Gott! Hä, zweimal Hornliu, hä? Nein! Oh, ein Shiggy! Und Energiesuche! Nice! Shiggy! Ist okay. Will ich aber noch nicht drin nehmen, weil dann bräuchte ich zeitgleich noch ein weiteres Chillock und sowas. Mann, na toll. So, eigentlich habe ich doch jetzt alle besiegt, oder? Ist die jetzt nicht da? Die alte? Ey, wo ist die denn? Ich habe doch jetzt alle drei Mädels hier besiegt, oder nicht? Hier, die Britta wartet. Wer bist du? Nur Mädchen dürfen den Pflanzenclub beitreten, aber momentan akzeptieren wir sowieso keine Neuzugänge. Tut mir leid. Der Club ist voll klein. Und doof. Wo ist die denn? Hier, ich hab da... Oh, du bist es wieder. Wenn es dir nichts ausmacht, würdest du mit mir spielen? Nee. Nee, Vanessa, sorry. Ich glaube, wir kriegen jetzt auch erstmal echt wieder nur neue Sachen, wenn... Oh, E-Mail 2. Ich bin es, Dr. Mason. Hast du schon viele Meistermedaillen gewonnen? Nee, bin noch am Farm. Ich habe Informationen über Nickys Deck. Sie ist die Meisterin des Pflanzendecks. Du musst dich vor Coco Weiß großer Explosion in Acht nehmen. Versuche Owei und Coco Weiß mit deiner Feuer-Pokémon, mit deinem Feuer-Pokémon frühzeitig handwurffähig zu machen. Ich empfehle dir, das Deck der Feuermedaille Maschine zu studieren. Ich gebe dir eine Booster-Packung, die viele Feuer-Pokémon enthalten sollte. Oh, komm schon. Gyarados. Dick Plus Power, naja. Hat nur eine? Und enthielt es viele Feuer-Pokémon? Nee. Tschüss. Ach, die hat ja einen Coco, weil die alte, ey. Stimmt, aber warte mal, ist die jetzt immer noch nicht da? Doch, oder? Warte mal. Ey, keine Ahnung, wo die alte ist. So, Wasserclub. Naja. Ich weiß halt nicht, wo. Ich glaube, ich mache einfach mal. Wollen wir mal versuchen, den Feuerclub zu machen? Wegen unserer Wasser-Pokémon. Ich glaube, ein bisschen dafür sind wir jetzt schon gut gemacht. Gucken wir hier nochmal die Quest, was man machen musste. Erstmal hier rumgucken. Energie. Energiekarten sind sehr wichtig. Komm wieder, wenn du viele Energiekarten gesammelt hast. Dann verrate ich dir ein Geheimnis. Naja, geht schon. Kennst du das Haus auf der Map im Nordwesten? Das ist das Haus von Ishihara. Ist das nicht toll, Freunde zu haben? Naja. Achso, warte mal, kann sein, dass die weg ist. Warte mal, was ist denn hier los? Ishiharas Haus. Wer ist denn da? Oh. Hallo. Schön, dich zu treffen. Ich bin Ishihara. Ich bin ein Pokémon-Kartensammler. Ich liebe es, Karten zu sammeln. Ich sehe, du liebst Pokémon-Karten genauso. Komm bald wieder vorbei. Wir müssen ein paar Karten tauschen. Oh, du spielst mit den Karten? Dann lies doch bitte mal ein paar dieser Bücher hier. Oder kauf sie am besten. Die sind hilfreich. Ah, ich glaube, hier ist die Pflanzenalte. Ja, Nikki. Oder Mickey? Oder Hickey? Nikki, okay. Ich bin Nikki, die Meisterin des Pflanzenclubs. Was, du suchst mich? Oh je, tut mir leid, dass du so lange auf mich warten musstest. Ich habe hier Nachforschung betrieben. Ich spiele nur im Club, tut mir leid, aber möchtest du mich im Pflanzenclub treffen? Ich laufe zum Pflanzenclub zurück und erwarte dich dort. Herzlichen Dank, Herr Ishihara. Deine Bücher waren sehr hilfreich. Du bist wirklich der Pokémon-Kartensammler Nummer 1. Oh nein, zu viele der Ehre. Wenn du noch etwas wissen, nachlesen willst, dann sei jederzeit willkommen bei mir. Herzlichen Dank, Ishihara. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest? Ey, ich hab alle Pokémon-Karten der ersten Base-Sets. Arsch. Okay, dann machen wir jetzt mal den Pflanzenclub. Wie gesagt, wir haben keine Schwäche gegen Pflanzen. Elektro wird denn übel. Und Elektro mache ich halt echt erst, wenn das mit dem Setup klappt. Weil wenn Gyarados oder Yugong so richtig reinballern, da hält kein Elektro-Pokémon stand. Das ist so übel. So, wie gesagt, die müsste erst halt mit uns kämpfen wollen, wenn wir ihre drei Mädels besiegt haben. Die hier, die und die andere, die da links war.
So. Ich bin Niki. Oder auch Kiki. Nein, Niki. Die Meisterin des Pflanzenclubs. Tut mir leid, dass du auf mich warten musstest. Sollen wir spielen? Sollen wir um 6 Preise spielen? Ja, die sind immer 6 Preise Herausforderungen. Was aber halt auch übelst schnell sein kann, wenn die halt echt nur ein Pokémon hat. Und wie die besiegen, haben wir gewonnen. Kann passieren. Aber guck, bitte mach es mir nicht zu schwer. Meisterin Niki, Flower Power Deck. Oh, die Mucke. Die Musik ist auch richtig cool. So, Alter, guck mal, das war schon richtig schlecht. Na okay, wir könnten mal versuchen, einen Radfratz zu setupen. Wer fängt an? Ich, ja, okay.